FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Der Champions-League-Gegner aus Lille hat in München eingecheckt und vorab schon mal eine kernige Botschaft übermittelt. Benoit Petretti meinte, wir fahren nach München mit dem Ehrgeiz, eine Heldentat zu vollbringen. Nun gut, Säbelrasseln gehört zum Geschäft, das weiß der Sportvorstand am allerbesten. Hallo Matthias Sammer. Hallo. Auf der anderen Seite, den Franzosen hilft nur ein Sieg weiter. Ist damit zu rechnen, dass sie die Flucht nach vorne antreten, München entern wollen? Ja, von der Taktik her können sie ja nicht groß anders spielen, denke ich, wie auch im Hinspiel, wobei es da zu Hause war. Sie haben das sehr flexibel gestaltet, vor allen Dingen im Aufbauspiel. Und ich war schon vor dem Hinspiel der Meinung, dass Lille eigentlich von den Punkten her unter Wert dasteht. Sie haben eine gute Mannschaft, sie wirken geschlossen, der Trainer auch recht aggressiv. Und so haben sie ja auch gespielt. Das sollten wir ja für morgen nicht vergessen, dass sie ja uns also nicht nur vom Ergebnis her wehtun wollten, das haben sie nicht geschafft, sondern sie haben uns auch körperlich wehgetan. Sie haben sehr aggressiv gespielt, viel faul gespielt. Und diesen Gegner dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Also Gegner, die in München mitspielen, sind ja eigentlich willkommen. Dadurch entsteht mehr Platz. Das zeigt sich ja auswärts auch immer ganz gut, dass das der Mannschaft zum Vorteil ist. Ja, aber Lille wird keinen offenen Schlagabtausch gegen uns an den Tag legen. Das glaube ich einfach nicht. Sie sind allerdings auch nicht so eine Mannschaft, die total mauert. Das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem versuchen sie sicherlich im Konterspiel ihr Glück. Und dementsprechend, das Ergebnis ist ja auch für sie 90 plus möglich. Ja. Also gut zu stehen und zu verteidigen und dann auf die 1-2 Situationen zu warten, wird sicherlich auch da möglich sein. Und deshalb, wenn sie mitspielen, dann jederzeit. Aber ich glaube das nicht. Das Hinspiel war ja schon zäh, dass Thomas Müller letztendlich durch seinen Elfmeter entschied. Schauen wir noch mal drauf. Der war ja auch schon damals kurios, weil er eben nur eben den Keeper, diesen Mann, fixiert und gar nicht auf den Ball guckt. Okay, aber es hat zum Erfolg geführt. Und dann aber jetzt sein letztes Tor in Hamburg, Matthias Sammer. Das war ja wirklich sehr kaltschnäuzig. Zeigt das so die berühmte Mir-ist-an-mir-Einstellung ganz gut? Ich kann was und vor allem ich traue mich auch? Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir und Thomas im Speziellen einfach unseren Weg gehen müssen, wenn wir jetzt gerade über ihn reden. Und es ist halt immer wieder so, dass Fußball Tagesgeschäft ist und wir darauf achten müssen, jedes Mal auch unsere Leistung wieder abzurufen, sowohl was die geistige Fähigkeit trifft, als auch die körperliche. Dazu sind wir in der Lage, weil wir positive Erlebnisse haben, aber die positiven Erlebnisse dürfen nicht dazu führen, dass Zufriedenheit eintritt, es ist nichts vergeben und dementsprechend kann man sehen, zu was wir und auch Thomas in der Lage sind, aber bitteschön immer wieder neu erarbeiten. Franck Ribéry hat vor 2 Wochen ordentlich auf die Socken bekommen von seinen Landsmännern, aber das ist geschenkt, zählt heute nicht mehr, er weiß, worauf es ankommt. Ich glaube, dass morgen ein Spiel ist für uns, das ist sehr wichtig. Für mich egal, spielen eine Mannschaft französisch oder andere Mannschaft, für mich ist es wichtig, wir müssen gewinnen, wir müssen holen 3 Punkte morgen und wir müssen spielen wie Samstag gegen Hamburg, morgen gegen Lille. Sagt Franck Ribéry, da fällt man schon ins Französische, ein Künstlertyp, der auch einstecken kann, Teamplayer, Dauerläufer, also aus dem könnte man eigentlich 2-Klasse-Typen schnitzen, mittlerweile nein. Aber ihn lassen die ganzen Lobeshymnen auch ziemlich kalt. Ist das eine große Eigenschaft, die Sie gerne sehen, hören? Ja, er ist sehr realistisch. Er ist auch recht ruhig in seinem grundsätzlichen Auftreten, obwohl sein Spiel von großer Emotionalität und auch von Tempo und von Dynamik geprägt ist. Das ist gut. Franck ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns, der den Unterschied auch ausmachen kann. Nur trotz alledem bin ich der Meinung, wenn man mal die Spiele auch anschaut, dass wir auch schon Spiele ohne Franck gewonnen haben. Und für meine Begriffe, die große Anerkennung, die er von außen und auch von innen aktuell bekommt, hängt auch damit zusammen, dass er sich neben seiner Kreativität auch gegen den Ball diszipliniert, besser einordnet, wie man mir erzählt. Ich habe das ja auch sonst nur im Fernsehen gesehen, jetzt bin ich hautnah dabei und er verkörpert im Moment geschlossen nicht nur die Art und Weise, dass er attraktiv Fußball spielen kann, Tore vorbereiten kann und er auch selber erzielen kann, sondern auch der Mannschaft hilft. Und das ist ein guter Geist und das erkennt eine Mannschaft ihm hoch an. Ist schon 6 Jahre hier und mit dem Alter lernt man einfach. Ne? So, das trifft wahrscheinlich auf uns alle zu. Dankeschön, alles Gute. Matthias Sammer, heute Nachmittag ist dann Abschlusstraining wieder mit Arjen Robben, der ist voll dabei. Trainer Jupp Heynckes hat ja schon angekündigt, dass er wohl spielen wird. Das heißt, dann müsste vielleicht
Zeit. Ein anderer der Exzellenzen pausieren, aber das ist die Regel bei Bayern München. Das macht sie stark. Also, morgen dann mehr zu dem Spiel. Servus miteinander.